alle ganz herzlich willkommen zu Hause, in den Wohnungen, in den Häusern, vor den Wohnungen und hier auf dem Platz. We shall overcome. Wir werden überwinden, eines Tages, ein traditionelles Spirituell. Vor uns haben es Menschen gesungen, die unterdrückt wurden, unfrei waren, zu Menschen zweiter Klasse gemacht. Frauen auf Tabakfeldern in den USA, Schwarze, die für ihre Rechte stritten. Wir werden überwinden. Wir werden irgendwann überwinden. Oh, tief in meinem Herzen glaube ich, wir werden irgendwann überwinden. Jahrhunderts neu entdeckt und umgeformt, wurde es zum Schlüsselsong der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und schließlich des politischen Protestes weltweit. Wir werden in Frieden leben. So haben vor allem junge Menschen von ihrer Hoffnung auf eine bessere Zukunft gesungen. Und sie haben sich Mut gemacht, wenn sie eingeschüchtert werden sollten durch Prügel und Verhaftungen. Wir haben keine Angst. Wir haben heute keine Angst. O, tief in meinem Herzen glaube ich, wir werden irgendwann überwinden. Immer wieder bei Andachten und Demonstrationen der Regimekritiker in der damaligen DDR erklungen. Für mich steckt die Kraft des Liedes gerade in der religiösen Tradition, aus der es stammt, den prophetischen Visionen einer heilvollen Zukunft. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. So heißt es im vorletzten Kapitel der Bibel. Ich lese so einen Vers nicht als Vertröstung, im Gegenteil. Er klagt die Verhältnisse an, in denen wir leben. Er nährt die Sehnsucht nach einer besseren Welt und er macht Mut, dafür einzutreten, auch gegen Widerstände. John Bates hat nach der Amtseinführung von Barack Obama im Weißen Haus gesungen, We shall overcome. Lieder wie dieses haben zu allen Zeiten Hoffnung gegeben und damit Mut gemacht, um gesellschaftliches Leben menschenfreundlich zu verändern. Wir werden in Frieden leben. Wir werden irgendwann in Frieden leben.
Das alte Spiritual weckt bei mir widersprüchliche Gefühle von Trauer und Hoffnung. Und ich denke jetzt gerade an den Gedenktag in Yad Vashem am Montag, an das unsagbare Leid unserer jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen zur Zeit des Nationalsozialismus. Wenn ich das Lied heute mit der Trompete bringe, dann berührt es mich über das damalige Geschehen und dem Geschehen heute. Es ist so aktuell in einer Welt, in der Millionen Menschen in Zeiten der weltweiten Pandemie auf der Flucht sind vor Krieg und Hunger und Unterdrückung. Weil es mir sagt, es lohnt sich, mich in meinen kleinen Rahmen einzusetzen für mehr Mitmenschlichkeit und Gerechtigkeit und einem friedlichen Miteinander der Religionen. Wir werden Erfolg damit haben. Dieses Lied tröstet mich und macht mir Mut für unsere Welt, auch für unser gesellschaftliches und kirchliches Leben, weil dort nicht alles so ist, wie es sein sollte. Auf der ganzen weiten Welt, tief in meinem Herzen glaube ich, wir werden es überwinden, eines Tages. Eines Tages die Pandemie, die auf uns allen lastet, weltweit. Wir werden miteinander eines Tages wieder Hand in Hand gehen und deshalb we rock someday. Tagen eine Geschichte, überschrieben mit der Esel im Brunnen. Eines Tages fiel der Esel eines armen Bauern in einen alten, ausgetrockneten Brunnen. Der Esel schrie fürchterlich, aber dem Bauern und seinen Nachbarn gelang es nicht, das Tier aus dem tiefen Schacht herauszuziehen, so ausdauernd sie es auch versuchten. Schließlich beschloss der Bauer, schweren Herzens den Esel sterben zu lassen. Da der Schacht ohnehin zugeschüttet werden sollte, schaufelten die Männer in Sand und Schutt in den Brunnen, um den alten Esel gleich im Schacht zu begraben. Als der Esel spürte, was mit ihm geschehen sollte, schrie er noch lauter als zuvor. Nach einiger Zeit wurde es jedoch still im Brunnenschacht. Die Männer schaufelten still weiter. Schließlich wagte es der Bauer, in das zukünftige Grab des armen Esels hinabzusehen. Er staunte nicht schlecht, denn der Esel hatte etwas Erstaunliches getan. Jede Schaufel voll Dreck, die auf seinem Fell landete, hatte er abgeschüttelt, festgetrampelt
und war auf diese Weise langsam immer höher gekommen. Als die Männer weiterschaufelten, war der Boden im Brunnen nach kurzer Zeit hoch genug, dass der Esel aus eigener Kraft aus dem Loch heraussteigen und davontrotten konnte. Dieselbe Erde, die den Esel begraben sollte, hatte stattdessen sein Leben gerettet. Und das nur deshalb, weil er sich in seiner schweren Situation nicht aufgegeben, sondern um sein Leben gekämpft hatte. Töne zum Klingen kommen, hohe und tiefe, laute und leise, schrille und sanfte, und dass du immer im Einklang mit ihnen bist. Möge Gott seinen Segen wie ein bergendes Zelt über dir ausspannen, damit du Frieden findest und Kraft schöpfst für den nächsten Tag und für alle Tage deines Lebens. So begleite dich Gott durch diese Nacht, in den nächsten Morgen hinein. Amen. Und wir sehen uns morgen dann wieder und gute Nacht.